Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe wieder die Hälfte vergessen. Wir wollen nämlich heute Weihnachtsgeschenke einpacken. Und ich habe den Stift nämlich an der Pinnwand gelassen. Wir müssen ja dann auf die Geschenke auch aufschreiben, von wem was ist. Sonst macht sich das ja ganz doof. So. Wir fangen an mit dem Geschenk für meine Frau. Ein weißes Radio. Die hat sich nämlich noch ein Küchenradio gewünscht. Sollte ich bestellen für sie, habe ich gesagt, oh, habe ich vergessen zu bestellen. Nein, habe ich natürlich nicht. Aber sie weiß nichts davon, dann kriegt sie halt geschenkt. Hier hat sie mir schon ein Paket, Geschenkband raus, ach Quatsch, Papier rausgepackt, das soll ich für unsere Tochter nehmen. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ach, müsste wir mal wieder die Schale hier runterstellen. Mal gucken, dass das hier auch alles so halbwegs passt. Passt. Passt, wackelt, hat Luft. Ach, ich brauche das ja gleich denn noch. Ach, Mensch. So, dann machen wir hier mal einfach. Schneiden wir mal durch. So. Einmal haben wir. Ach, ich habe, glaube ich, gar kein kleines Klebeband mehr, oder? Ich brauche ganz viel Klebeband immer, wenn ich einpacke, zum Fixieren und so. Hier sind noch meine anderen Scheren. Scheiße. Stern. Doch, da ist es. Ich wusste doch nicht, ich habe noch eine kleine Rolle. Ich muss mir unbedingt wieder neue Klebeband holen. Ja, hier sind dann noch die ganzen Farben. So. Mal gucken, was war das? Irgendwie hier heil reinbekommen. Aber ich habe eine Idee. So. Ihr wisst, ich bin immer nicht so gut da drin, die Sachen so einzupacken. Aber ich hasse, alle Jahre wieder, ich hasse dieses scheiß Klebeding hier. Das ist nämlich Kacke. Bin nicht so gut im Einpacken, also meine Frau, die ist im Einpacken Königin, also die packt Sachen ein, Leute, da sieht das aus. Geil. Und das sage ich jetzt nicht, um zu schleimen, weil sie das im Nachhinein angucken darf. Das sage ich, weil es die Wahrheit ist. Also ich bin da nicht so gut. Für mich überwiegt eigentlich, wenn ich was verpacke, dass man von außen einfach nur nicht sehen darf, was innen drin ist und dass man was zum Auspacken hat. Sonst ist mir das alles Jacke wie Hose. Scheiße. Ich glaube, ich hätte doch andersrum machen sollen. Kacke, da ist doch die Hälfte offen. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich klebe dann einfach oben noch was drüber. Ich habe gedacht, das passt so ganz gut. Aber das passt ja nicht. So.
Also das gefällt mir nicht. Aber mir bleibt nichts anderes übrig. So. So, jetzt müssen wir das hier nur gerade kriegen. Dann bin ich zufrieden. So, genau. So, dann kann ich das nämlich, oh, das sieht so kacke aus, ey. So, aber ich kann das nämlich dann hier ein bisschen straff machen und dahin ziehen. So, hier teste ich mal was anderes. Wenn ich das jetzt hier so mache. Warum habe ich es auf der anderen Seite nicht so gut hingekriegt? Das sieht echt gut aus. Ist ja kacke. Also das hier fällt mir jetzt auf der Seite richtig gut. Viel besser als auf der anderen Seite. Mist. Ach, das gefällt mir nicht. So kann ich doch den Geschenk verschenken. Das sieht doch scheiße aus. So kacke aus, so kann ich doch nicht verschenken. Mist. Wo habe ich denn jetzt hingepackt hier? Also auf ein neues. Vielleicht, wenn ich das so mache, dann komme ich eigentlich genug drum rum. Man kann das vielleicht ein bisschen besser packen. Machen wir das einfach mal so. Wird doch machbar sein hier mal. Ich hab schon Schiss vor dem Radio von meiner Tochter. Da wird es genauso sein. Boah, warte mal, wenn wir das jetzt hier haben. So. So geht es nicht rum, aber wenn wir das jetzt so machen, dann haben wir so und so. Und dann können wir das oben rüber machen. Das ist auch eine gute Idee. Das ist auch eine verdammt gute Idee. So.
brauche das doch einfach nur so machen. So. Und dann mache ich einfach nur die Ecken zu. Und bin ich dann nicht gleich drauf gekommen. So. Nochmal so. Hier machen wir jetzt einfach das in die Mitte. Ja, das auch in die Mitte. So. Einmal knicken. Das in die Mitte. So. Das Ende immer nicht so hin, nur einfach so. Ein bisschen kaschieren. So, dann sieht sie etwa gleich aus. Die zweite Seite kriege ich dann immer viel besser hin. Wieso kriege ich die zweite Seite immer besser hin? Ach, scheiße, ich bin natürlich Kacke ohne auf. Das sage ich jedes Jahr aufs Neue. Ich muss mir eine neue Rolle holen, die geht mir auf den Sack. Das ist so eine Billig-Scheiße. Ja, die geht andauernd an der Seite auseinander. Nervig, richtig nervig. So. Jetzt machen wir da noch ein schönes Bändelei rum. Dann ist gut. Also, wir müssen noch aufschreiben. So. Was denn? Oh, das würde ich jetzt sagen, dann nehmen wir ein schönes rotes Bändele. So. Ich muss die nämlich immer ordentlich wegpacken hier, die ganzen Bänder, weil der Kater dann immer dran ist. So, einmal, zweimal. Dann brauchen wir hier einmal für die Seite, einmal für unten. Einmal für die Seite, das zweite Mal für die Seite. Einmal für umrum, zweite Mal für umrum. So. Und einmal zum zweiten Mal zum Verschönern. So. Ich mag das dicke Band hier. Das ist immer recht, recht schön. So, da fangen wir dann einfach mal hier an. Machen das einmal hier so rum. Haben wir etwa mittig. So. Dann einmal so. Ist eigentlich ganz unkompliziert, was ich da immer mache. So.
ist eingedreht, das ist doof. Muss man andersrum machen. Na komm da. Macht sich mit einer Hand echt ganz, ganz toll. So, passt doch. So. Haben wir schon mal eins fertig? Ach so, ich müsste ja dann noch. Mein Paket packen. Das ist alles Paketklebeband. Ach, Paketklebeband. Paketrollen. Weil wir immer, jedes Jahr wieder neue was dazu. Ah, scheiße, reißt ein. Nisch. Oh, scheiße. Hält ja nicht mehr aus, das Paketband, ey. So, Quatsch, Paketband. Packpapier. So, Ecke fliegt. Oh, scheiße. Ey, brauchst du nur falsch angucken, dann reißt das Scheißding hier, ey. So, vorsichtig anfassen. So, eins haben wir fertig. Achso, jetzt muss ich gucken, wo ich das jetzt hinpacke. So. Meine Frau hat gesagt, für unsere Tochter, wenn ich jetzt schon was Großes habe, mache ich gleich das nächste Große mit. Soll ich das hier nehmen? Also nehmen wir das jetzt auch. So, wo haben wir denn jetzt? Hoffentlich reicht das auch. So. Ist ja auch ein Stück kleiner als das von meiner Frau. Eigentlich bräuchte ich dann nur immer rum. Und machen wir die Scheiße, dann hier nochmal neu. So. So, genau. Und dann hier hoch. Dann brauchen wir hier nur abschneiden. So. Haben wir das. Oh, das sieht aber schön aus, was meine Frau da ausgesucht hat. So, jetzt müssen wir das hier einmal drehen, dass ich von der Seite hier rankomme. So. Jetzt gucken, dass das hier mittig ist, noch ein Stück rüber. So. So sieht es doch gut aus. So. Ich lasse das am besten als ein Video. Dann brauche ich jetzt hier nicht 20.000 Cuts machen. Dann machen wir nachher noch eins für die kleine Tochter und für die große Tochter. Und das Video werde ich dann halt Frau und kleine Tochter. Und dann kleine Tochter 2, große Tochter 1. Also das Video werde ich dann kleine Tochter 2 nennen und dann große Tochter. Ja. Dann müsste das eigentlich ja klappen.
Meine Frau will halt unbedingt gerne mal live mit bei sein. Und die anderen Geschenke, die ich für, jetzt habe ich beinahe den Namen wieder verraten, habe, also für die kleine Tochter habe, die kennt meine Frau ja schon. Aber das kennt sie nicht. Und dann, weil das kann ich ihr nicht schlecht zeigen, also kann sie ja schlecht zugucken und sagt so, oh, toll. Für die kleine Tochter bestellst du halt ein Radio, für mich nicht. Kann ich ja nicht schlecht sagen, ja, deins ist auch verpackt schon. So. Ist ja ungünstig. Aber Frauchen möchte halt unbedingt gerne ein Radio haben für die Küche. Ich bin am Überlegen, ob ich es mal so versuche. Ja. So. Kriegen wir hier ein bisschen Stabilität rein. Ich mache andauernd irgendwie was anderes hier. So. Oh, das sieht doch gut aus. Ich muss es nur auf der anderen Seite auch so hinkriegen. Oh, das sieht sehr gut aus. Das sieht gut aus, das lassen wir so. Na, komm hier ab. Ich hasse das. Obwohl, ich habe doch eigentlich mir doch so ein... Hoppala, Entschuldigung, Leute. Ach so, nee, da ist kein Klebeband mit beiden, sondern nur Deko und so ein Zeug. Ich hatte da so ein Zeug geholt hier für einpacken. Will das immer nicht so. Eine Seite kriege ich immer hin, die andere Seite will ich dann genauso machen. Das wird dann immer nischt. Oh, das wird was. Das wird diesmal was. Das wird was. Sieht zwar gerade jetzt in dem Augenblick bestimmt scheiße aus, wie ihr das seht, aber ich habe ein gutes Gefühl, das wird was. Wir müssen hier das aber nochmal umknicken. So, oh, das wird was. Das ist gut geworden. Die Spitze muss ich nochmal ein bisschen umknicken. Oh, das ist sehr gut geworden. Ich hasse dieses verfickte Klebeband, ey. Das geht mir so auf den Puffer, ey. Und jedes Jahr sage ich aufs Neue, sobald ich das irgendwo sehe, so eine vernünftige Rolle, hole ich's und ich vergesse das dann immer wieder. Und dann nächstes Jahr beschwere ich mich genau über die gleiche Scheiße wieder. Zum Kotzen. So. Jetzt müssen wir hier noch einen Namen rausschreiben. Wo schreiben wir den denn am besten hin? Den schreiben wir hier oben mal in die Ecke. Ja. Ja, auf dem Ding hält es nicht. Na, man kann es halt sehen. So. Was nehmen wir denn zu rosa Silber jetzt am besten für ein Band? Rot beißt sich, denke ich mal, oder? Blau? Nein. Lila? Lila? Nee. Orange habe ich auch noch. Oh ja, so ein ganz kräftiges Lila habe ich auch noch. Aber das ist ein bisschen too much. Doch, vielleicht doch. Machen wir mal. Einfach mal, um zu testen. Ich denke mal, das sieht vielleicht doch gar nicht mal so verkehrt aus. So, jetzt müssen wir erstmal messen. Einmal, zweimal,
dreimal, viermal, einmal, zweimal, dreimal, viermal, einmal, zweimal, ja, und ein bisschen. Man kann ja nie genug haben. So. Jetzt schneidet sich ja von alleine schon durch. Ja. Brauchst ja nur falsch angucken. So, dann würde ich sagen, dann ist das die untere Hälfte. Ach, jetzt habe ich es auf die untere Hälfte den Namen geschrieben. Scheiße. Naja. Muss ich es oben halt nochmal raufschreiben. So. So, können wir ja. Ah. Nee, Quatsch. Dann ist das ja oben. Ich muss das doch. So. Umdrehen. So. Ah. Moment. So, ich muss mal kurz einen Cut machen. Oh, schon geht's weiter. So, wo müssen wir jetzt hier eigentlich? Da auf der Seite müssen wir machen. So. Dann haben wir das hier drauf. Jetzt müssen wir gucken, ich habe doch noch, das ist ein Stern, oh, das hätte ja auch gepasst, aber da habe ich nicht mehr so viel. So, haben wir noch eine Schleife, haben wir auch noch, aber Aufkleber habe ich keine, wa? Silber habe ich noch, und noch mehr Rollen. Wie er gerade einen Schlüssel hört. So. Ja, dann müssen wir das doch mit dem hier raufschreiben. Ich hoffe, das hält jetzt auch. So. Ach, Scheiße, fällt alles runter. Aber eins haben wir noch. So, eins haben wir noch, das ist Gott sei Dank nicht so groß. Und zwar das Babyphone. Eigentlich müsste ich es auch mal vorher durchtesten, ob es überhaupt funktioniert. Aber dafür haben wir die Zeit nicht. Nur mal schnell rinkicken, ob alles da ist. Hoppala. Gut. Ist der Monitor auch da? Ja, der Monitor ist auch da. Irgendwelche Kabelei. Gut, das Wichtigste ist da. Kabelei und der Monitor. So, dann kann das nämlich hier wieder drauf.
So, und dann nehmen wir, was nehmen wir denn da am besten und am schönsten? Ach, das Goldene, genau. Das Goldene nehmen wir. Weil davon habe ich auch nicht mehr so viel. Dann kann ich das nämlich auch gleich mal leer machen. So. Ah. So. Noch ein Stück. So. So, genau. Und das einmal bis hier hoch. Das passt. Dann schneiden wir das mal hier zu. Dann bleibt so ja noch Gold über für ein kleineres Paket. So, das kann man nämlich beiseite packen. So, nimm das mittig. So. Und als Band nehme ich das Silberne. Ich denke mal, das kommt ganz gut. Ich habe zu viel Klebeband, aber egal. So, wie machen wir das jetzt am besten und am dümmsten? Ich müsste eigentlich wahrscheinlich immer was abschneiden. So machen und fertig aus. Mann. Ich hasse das. So einpacken, das ist immer so ein Graus für mich. So, wir schneiden jetzt hier einfach mal gerade ab. So. Zack. Wir haben aber noch angefangen mit Silberne, das ihr habt. Gold auf Gold. Ich weiß nicht. Ist ein bisschen doch. Ist ein bisschen sehr dekadent. Oh.
Ich hatte noch so ein Ticket, auch noch ein Dickgold, auch noch so ein Ticket goldenet, rot. Weiß ist auch fast alle, rot ist fast alle. Davon ist noch eine Menge da. Ja, dann müssen wir das hier nehmen. So. Dann müssen wir mal gucken, wie viel brauchen wir denn da jetzt? Wir brauchen einmal, zweimal, dreimal, viermal auf Reserve und eine Schleife, zweite Schleife. So. Oh, Scheiße. Abgeschnitten. Die Schere ist zu scharf. Aufpassen. So, und das ist für, oh Scheiße, auch eingerissen. Und dabei war ich extra vorsichtig. Also vorher ist es mir ja nicht, oder? Nö, eben zweimal eingerissen. Dieses Jahr reißt es mir ständig ein. So, hoppala, ist ja schon offen. Das ist für Papa, Mama und für die Kleine. Aber ich glaube nicht, dass das gerade so richtig hält. Und ich weiß nicht, wo ich meine kleinen Klebedinger hingepackt habe. Ich habe nur so kleine Klebeteile. So. Dann würde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen. Meine Frau runterholen, dass sie zugucken kann. Bei dem, was sie nicht sehen durfte, war sie ja nicht da. So. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.